Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Am zweiten Sonntag im Mai ist traditionell Muttertag. Am nächsten Sonntag ist es wieder mal so weit. Und weil sich Rosen besonders gut eignen, um einer Mami Danke zu sagen, wird man auch dieses Jahr solche Bilder Land auf Land ab in unzähligen Familien beobachten können. Der grösste Teil der Rosen, die Coop verkauft, sind Max Havelaar Rosen. Max Havelaar setzt sich ein für fairen Handel, gerechte Löhne und bessere soziale Bedingungen in den Ländern der dritten Welt. Coop unterstützt die Max Havelaar Stiftung seit einigen Jahren mit einer ganzen Palette von Produkten mit diesem Gütesiegel. Sie selber helfen uns dabei und haben vielleicht auch schon Kaffee, Tee, Honig oder Schoki aus fairem Handel gekauft. Nicht nur am Muttertag, sondern das ganze Jahr gibt es bei Coop Rosen von Max Havelaar. Vor einem Jahr ist die lokale Vertreterin von Max Havelaar Kenia, Frau Katso Kogo, bei uns im Studio zu Gast und hat uns von ihrem Projekt erzählt. Dieses Jahr haben wir sie im Gegenzug dürfen Kenia besuchen und schauen, wie sich ihre Projekte entwickelt haben und was neu entstanden ist. Jambo, Karibu. Willkommen im Max Havelaar Trainingscenter. Das ist unser Schneider-Workshop, wo wir im November 2002 angefangen haben. Die Teilnehmer, die Sie hier sehen, sind Arbeiterinnen und Arbeiter von der Oserion Blumenfarm. Die Lehrkräfte selber haben eine 8-jährige Ausbildung gemacht. Das Training dauert bei uns ein Jahr. Wenn die Teilnehmer die Ausbildung beendet haben, sind sie in der Lage, Kleider für sich und ihre Familie zu schneidern. Das Erlernte wird ihnen in Zukunft helfen, ein eigenes kleines Geschäft zu eröffnen. Hier sind wir im Computerzentrum, das ebenfalls im November 2002 eröffnet worden ist. Die meisten Lehrkräfte haben eine 10-jährige Ausbildung hinter sich. Nachdem die Teilnehmer den Workshop beendet haben, haben sie das Rüstzeug, um eine Stelle im Büro anzunehmen. Obwohl wegen der hohen Arbeitslosigkeit hier in Kenia nicht alle mit einem Job rechnen können, ist es trotzdem wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, mit der Welt zu kommunizieren. Danke, Frau Kogo, und weiterhin viel Erfolg. Jetzt aber nochmal zurück zu den Hauptdarstellern von heute, der Rosen von Max Havelaar. Etwa 2 Fahrstunden von Nairobi entfernt liegt die Rosenfarm von der Oserion Development Company. Unter idealen Bedingungen und nach den Richtlinien von der Max Havelaar Stiftung werden hier Millionen von Rosen gehegt und gepflegt. Willkommene Arbeitsplätze für viele Einheimische. Hier sieht man, wie die Blätter ausgebrochen und die Pflanze gesäubert wird, damit sie schön wächst und der Stiel gerade bleibt. Beim Scouting wird beobachtet, ob es Krankheiten hat. So kann man einzelne Pflanzen gezielt behandeln und muss nicht einfach alles spritzen. Schon wegen dem Schutz der Leute ist das wichtig. Schon früh am Morgen werden die Rosen geschnitten, dann verlesen, nach Länge sortiert, gebündelt und bis zum Versand gekühlt. Neben den Rosen von Max Havelaar offeriert Ihnen unsere Blumenabteilung noch weitere interessante Angebote zum Muttertag. Muttertagsgeschenksträuss. Die Deko im Topf. Diverse Schalen oder ein Kinderstrauß für das kleinere Budget. Und bei so viel Zuneigung kann es schon mal ein kleines Missgeschick geben. Die Hauptsache ist, es ist mit Liebe geschenkt. Das war es für heute. In einer Woche geht es nicht um Blumen, sondern um die Herkunft des gesunden Gemüses von Coop Naturaplan. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.